je weiter man in Deutschland aufkommt, desto schlimmer wird es mit den Vorurteilen. Man wird oft behandelt, wie wenn man aus einem ganz fremden, mysteriösen Kulturkreis kommen darf. Manchmal fast wie ein Deppel. Da war ich das erste Mal in Berlin und da sagt der Kollege zu mir, sag mal Martina, was esst ihr da eigentlich so in Bayern? Hey, ich weiß ja nicht, aber ich da nie auf die Idee gekommen, einen Berliner zum fragen, was er da so isst in Berlin. Ich meine, da kommt man doch nicht drauf, oder? Ich wollte ihn dann nicht enttäuschen, habe ich gesagt, naja, zum Frühstück Schweinswürstel. Mittag Schweinsbraten. Abends meist was Kaltes, Schweinskopfsulzen oder so. Wir essen eigentlich nur Sau. Ihr lacht, der hat das geklappt. Danach hat er gesagt, sag mal, wie kommst du morgen wieder heim zu deinem Überacker oder wie das heißt? Dann habe ich gesagt, ja, bis Minga fahre ich mit dem Zug. Dann holt mir der Papa mit dem Ochsenkarren ab. Und das letzte Stückel werden wir aber mit den Gummistiefeln, weil es so batzig ist bei uns.